Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 14. Ich bin FC Zapfreak und begrüße euch herzlich auf dem Kanal von Mr. Sewurst zu einem weiteren NHL-Teil. Oh yeah. Und ich muss erst wieder mal die Lautstärke hier hochdrehen. So. Nach dem Derby-Sieg heißt es nun gegen den EV-Zug antreten, aber was mir jetzt noch einfällt, wir wollten, glaube ich, noch auf die Tabelle schauen. Und da sind wir auf Platz 2. Oh ja, 6 Spiele, 4 Siege, finde ich eigentlich persönlich, ist eine gute Bilanz, ne? Amri Piotr führt immer noch mit 20 Punkten mit 7 Siegen, ein Sieg in der regulären und einer in der Overtime. Sieht man dort die dritte Spalte, OTS, Overtime-Sieger. Und ja, habe ich auch schon geschafft. Gegen Genf, war auch geil. War ein wirklich ein spannendes Match und das letzte Mal auch. Und ich freue mich jetzt wirklich heute hier auf diese Folge, Leute. Ich finde es einfach nur geil. Wie ist unser Gegner? Zug, genau. Und Zug ist auf letzten Platz. Ein Sieg und 5 Niederlagen. 6 Spiele. Okay, dann hoffe ich, dass sie ihre Bilanz jetzt nicht aufbessern können. Und dass wir jetzt dieses Spiel hier gewinnen. Wir spielen zu Hause. Oh, yeah. Das richtige Spiel war ich auch schauen. Mit meinem Vater mal. Ausnahmsweise nicht mit Sven. Und also ein Kollege von meinem Vater. Und das Spiel war wirklich auch dort scheiße spannend. Und ZSC ging in Führung mit 6 zu 2 mal, glaube ich. Oder ich verriet. Nein, mit 6 zu 2. Und dann hat Zug wieder aufgeholt auf 6 zu 4. Und ich habe schon gedacht, nein, jetzt kommt es dann so wie im letzten Spiel, dass sie noch verlieren. Aber dann haben sie das 7 zu 4 doch noch geschossen, zum Glück. Und ja, ich brauche jetzt hier mal Tic-Tac. Irgendwie frische für meinen Hals. Muss jetzt einfach sein, Leute. Gut. Führer ist im Tor. Das finde ich sehr gut. Oh. Ich weiß nicht, auf welchen Spieler ich jetzt schon aufpassen muss bei ihm. Das ist nämlich der Center Josh Holden. Oh, und heute Abend ist auch wieder Match. Gehe ich auch wieder schauen. Ist 2 Matches nach dem, glaube ich. Heute spielen sie gegen Rapperswil und Lakers. Ja, ja. Und das Bulli hier gleich gewonnen. Und Shannon. Oh, Shannon ist nur Topscorer. Okay. Ich wollte schon sagen. Läuft gut. Shannon Topscorer. McCarthy schießt aber dem Zuger ins Bein. Komm schon. Wir müssen diesen Pack holen. Und das macht Sieger auch sehr gut hier. Und Sieger. Ah, nicht ganz. Aber Badgie hat den Pack. Passt in die Mitte. Zu Shannon. Shannon versucht den Schuss, aber der Schuss wurde geblockt. Irgendwie komme ich mir hier wirklich am wie ein Sportkommentator ein bisschen vor. So. Und ja. Mal schauen, was jetzt aus dem Spiel wird. Ich hoffe, ich spiele. Ah, Bastelmann, fick dich. Ich hoffe, ich spiele ein bisschen besser als das letzte Mal. Also, naja, ich habe gewonnen, aber was die Defensive anbetrifft, dass ich auch nicht mehr an den Packs vorbei fahre manchmal. Ja, was sollte das jetzt gewesen sein, bitte? Egal. Suche mir diesen Stoffel, hol ihn dir. Was ist denn jetzt los? Ein Zuger liegt am Boden nach dem Check von Chappie. Oh mein Gott. Ist auch gar nicht scheiße, simuliert so die Arme. Aber es gibt keine Strafe. Das Spiel geht gleich wieder weiter nach diesem Bulli. So, na, ich habe das Bulli natürlich nicht gewonnen. Genau das meine ich, dass ich mir diesen Pack jetzt geholt habe, auch wirklich. Boah, starke Leistung, Lechton. Stark. Weg, weg mit dem Pack, mit dem Auge, nein. Und Schuss, ah, aber schade. Traxler nun am Pack. Traxler, ah, hat den Pack verloren. Nun Zuger, Scheibenbesitz.
Aber der Check vom Lindbacher. Aber ein Nachschuss. Und wo ist der Pack? Flüeler liegt auf ihm drauf. Oh, Flüeler, danke. Ah, was willt ihr eigentlich, Mann? Ich schwöre, ich hasse Spieler. Und dann kannst du sie einfach nicht schlagen. Na, egal. Also. Eine Schlägerei gibt einen Energiezuwachs für beide Teams. Also für das Team, das gewonnen hat, einen größeren. Das weiß ich. Bastel, Bastel. Ah! Oh. Bärtschi, Mann. Der andere spielt dort fällt mir hinten rein. Ich sehe ihn schon. Der wird ein paar Schläge kassieren, ich weiß es schon. So, nun die Nummer 19. Reto Scheppi am Bulli und gewinnt das Bulli. Zu Maurer. Maurer zu Nilsson. Aber Nilsson weiß nicht, was machen. Trippelt hier ein bisschen. Und schießt aus der Distanz. Aber kein Problem für den Torwart der Zuger. Ja, und sie bekriegen sich schon wieder. Lol. Patrick Bertschi, Topscorer? Was? Hä? Ich dachte Shannon. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer bei den anderen Teams sei. Topscorer ist McCausey mit dem Schuss direkt vom Bulli, aber nichts daraus geworden. Nun der Gegenangriff, der Zuger. Aber das war ein deutliches Offside. Das geht einfach nicht. Und ich brauche auch mal einen Schluck Wasser für meine Stimme. Lol. Okay. Pack in Zuger Besitz. Was machen die Zuger hier? So, Bertschi, ich will, auch wenn es nicht nötig ist, ich will die angefahrenen Checks immer fertig machen. Sowas. Oh Mann! Sowas ist immer gut. Boah, reg mich nicht auf, Mann. Ich schwör's, ich gebe dir gleich eine. Boah, da wurde einfach ein Spieler von mir umgefahren, Mann. Was soll der Scheiß? Hm. Ah, dieses Bulli leider nicht gewonnen. Ah, Money hat den Pack gehabt. So. Nur der Pass kam nicht an bei Scheppi. Jetzt muss ich mich ins Zeug legen. Doch nicht, da die Zugänge wie einen Scheiß machen. Okay, Shannon, Nilsson, genau. Nilsson, der Pack ist zu verwirrend, weil Gunti hat eigentlich die Nummer 12 im richtigen Spielermix und nicht die Nummer 21. Was ich eigentlich komisch finde, dass die Nummer nicht richtig. Und die Karte sind auch noch nicht richtig. Eigentlich spielt Lechton gar nicht mehr bei ZSC. Nein, boah, danke, Flöller. Und Nilsson stimmt. Nilsson ist aber der Einzige. Da spielen eigentlich noch andere. Ambiel ist auch nicht mehr drin. Aber Mone irgendwie komischerweise doch noch. Was ich komisch finde. Okay, das ist nicht mein Problem. Ja, schön. Schön gemacht. Nein, der sollte zu Bastel gehen. Der Pass. Na, oh, fast. Hätte hier auch. Wer ist das? Was hätte Bertschi hier das Tor gemacht? Warum hat eigentlich der Zuger-Torwart die gleiche Maske auf wie meiner? Na egal. Ah, ich verliere dieses Bulli, aber Weg hat den Pack. Weg hat den Pack und Backhandschuss. Aber vom Torwart geblockt und der Nachschuss konnte auch nicht verwertet werden. Von Lechton. Ah ja, Lechton spielt auch nicht mehr bei ZSC. Seger. Ja, schön geblockt. So, und Vic nimmt gleich den Pack. Vic, links. Passt zu Traxler. Traxler schießt, aber der Torwart hält den Lechton ging dorthin für einen möglichen Nachschuss. Na. Nun Bastel hier am Bulli. Oh, Blindbacher gerade mit dem Schuss, aber nichts draus geworden. Topscore Shannon hier. Es bleibt immer noch spannend. Das erste Drittel immer noch torlos und es ist nicht mehr viel zu spielen. Lindbacher schon wieder mit dem Schuss. Wo ist der Pack? Mit dem Gewühl. Im Gewühle. So eine Minute noch zu spielen im ersten Drittel. Nein, nein, jetzt kein Tor kassieren. Oh, Flüeler mit Glanzparaden vom allerbesten. Die letzten 10 Sekunden sind am Laufen.
Nochmals der Schuss, aber der Schuss von Shane konnte nicht verwertet werden. Und damit ist das erste Drittel auch vorüber. Es steht 0 zu 0 zwischen ZSC Lions und dem EV-Zug. Ein paar schöne Aktionen hatten wir gesehen. Wow. Sauer. Oh. Und nun geht es weiter hier mit dem zweiten Drittel im Hallenstadion. Und come on, make some noise. Scheiß EA-Werbung, Mann. Nein, nein, EA geht in Ordnung. Oh, ich freue mich auf schon auf Battlefield 4, ey. Ohne Scheiß, wie ich mich schon drauf freue. Das kommt ja so oder so auf unserem Channel. Ich Singleplayer und Sven Multiplayer. Ich habe die Beta jetzt gezockt. Ich warte lieber aufs richtige Spiel, denn ich bin auch nicht so gut im Multiplayer. Doch macht Sven den dann. Und da ist ein Spieler ohne Helm, was eigentlich nicht regelkonform ist. Oh, scheiße. So, gleich wieder zurück. Krassi. In die Mitte. Zu Bastel, aber Bastel verpasst den Schuss. Und nun fast eine 2 gegen 2 Situation, aber nicht ganz. Sega. Oh, Flüeler hat den Pack und gibt ihn gleich weiter zu Sega. Sega. Ah, oh, jetzt wird eine Strafe angezeigt. Und ich habe das Powerplay-Spiel. Ja. Jetzt gibt es eine Strafe gegen einen Zuger, nämlich gegen. Ich weiß nicht gegen wen. Gegen Josh Holden. Wegen Stockschlag, sage ich jetzt mal. Ja, für Stockschlag. Leute, ich werde immer besser in dem. Erste Saison, die ich gegangen bin, eigentlich keine Ahnung von Eishockey gehabt, richtig. Erst mit dem Lauf der Saison und heutzutage fast jeder Fangesang auswendig. So wirklich so Fan halt. So, nun muss ich das Powerplay aber auch lohnen. Stoffel zu Shannon. Shannon in die Mitte zu... jetzt hat Nielsen den Pack. Gibt ihn weiter an der zu Blindbacher. Unten steht Stoffel. Stoffel schießt. Ah, aber Torwart hält diesen Pack. Und jetzt holt sich die Stoffel diesen Pack. Der Pass nach oben zu Nielsen. Der Pass zu Stoffel. Der Pass zu... Was sollte das? Ich wollte... Ah. Und da haben sie gut reagiert. So, der Pass zu Blindbacher. Blindbacher hat diesen Pack. Und lasiert Shannon. Aber das ist ein Offside. Ui. Badum. Badum. Lol. Dass ich mal ein Spiel von mir auf die Fresse gelegt. Nun gibt es ein. Ja, warum gibt es bei mir im Bulli, wenn es ein Offside war? Hey, das verstehe. Ah, weil sie eine. Glaube ich, in Unterzahl spielen. So. McCarthy gleich zu Monet. Monet muss warten auf Shappy. Shappy. Schuss. Der Nachschuss hätte auch verwertet werden können. Ein Abpraller. So. Muss ich klug überlegen. So, McCarthy nun. Lassiert Monet. Monet. Shappy hat den Pack. Ah, aber kein Tor. Berchi. Zug ist wieder komplett. Berchi. Ah, der Torwart hält diesen Pack. Und nun das Bulli hier. Drachs am Bulli. Zug, Bulli-Sieger leider. Oh oh. Der Konter, der Zuger. Aber Lechthorn hat diesen Pack abgefangen. Also diesen Pass abgefangen. Was war das? Ja, das gibt ein Icing. Wie schon gesagt, ich will die Checks noch zu Ende führen. Darum bin ich jetzt auch noch mit Vic Mandrinden reingegangen. Ah, jetzt verliere ich. Oh, okay, Lechthorn. Lechthorn, komm schon. Wow! Ja! Nein! Was? Der war doch drin! Nein! Fuck! Der war doch drin, dieser Nachschuss! Nicht! Boah, fuck, man! Scheiße! Schießt Draxler da. Der war eindeutig über der Linie! Der war. Ah! Oh, muss er im vollen Umfang über der Linie sein? Der war doch über der Linie, Mann. Scheiße. Ich glaube, der muss im vollen Umfang über der Linie sein, ey. Nein. Ja. Nein. Was? Nicht schon wieder, Mann. Habe ich Tore rausgestellt? Oder? Nein, Mann. Scheiße. Boah, Leute. Was läuft gerade? Zwei so gute Chancen hintereinander.
Und der hat schon wieder nicht gezählt. Was? Ich will's noch mal sehen. Nein, 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 nein. Ich will jetzt ein Sofort-Replay, bitte. Ja, ich will ein Sofort-Replay. Tut mir leid, aber das muss jetzt sein. So, okay, wie mache ich jetzt vorwärts? Ich habe keine Ahnung. Ah, zurück. Ja, ich muss hier zurückspulen. Okay, hier kam der Schuss von Chen. Boah, wie der Pack auf der Linie kullert. Und nachher der Torwart ihn einfach fängt. Aber kein Eigentor macht, ist klar. Mann. Boah. Ah, Mann. Wie mich das jetzt gerade aufregt. Einfach zweimal so eine super Chance. Vor allem die erste fand ich so geil. Einfach zweimal. Boah, ich schwöre es euch, Leute. Jetzt bin ich aggressiv. Nun hasse ich den Schiedsrichter. Was, Offside, Mann? Leck mich. Ich mache ein Offside. Boah. Ich bin richtig aggressiv, Leute, gerade. Weil ich zweimal einfach fast ein Tor geschossen hätte, aber es nicht gezählt hat. Wie einfach beide meine Spieler auf ihn draufgegangen sind. Boah, ich schwör's dir. Ich check deine Leute so etwas von um, du Scheißzuger. Trainer, Scheppi, Scheppi. Nein, was verlierst du denn, Pekka? Danke, Money. Weißt du, dass Offside sein wird? So, Money. Wohin geht der Pass zu niemandem? Ah, kann den Pack nicht mehr in der Zone halten. Staffel wirft dich rein. Ja, schön. Ja, klar, jetzt gibt's eine Strafe, wenn den nicht reinfährt. Fick dich doch. Ja, ist gut. Boah, Mann. Tic-Tac macht aggressive. Nein, eigentlich nicht. Ah, warum schieße ich den Pack einfach nicht weg? Nein. Nein, wenn es jetzt ein Tor gibt, ich schwör's dir. Ich raste aus. Bin in Unterzahl. Shannon. Shannon mit dem Auge. Shannon. Nein. Oh, nice, nice, nice. Oh, schade. Ich muss den Pack einfach in der Zone halten und hoffen, dass sie kein Tor machen. Ey, weißt du, das ist wieder kein Offside. Ist so typisch NHL-Logik. So, was macht mein Spiel eigentlich dort oben? Bam! Wer hat den Pack out, der dort? Topscore bei ihm. Boah, wie ich den Pack jetzt einfach nur wegschieße. Komm schon, Traxler, den holst du dir. Bam, Junge. Oh. Ja, das war jetzt ein Offside. Wo kriege ich jetzt das Bulli? Hm? Das würde ich gerne wissen. Ey. Boah, schwör's dir, verpiss dich einfach, Suliman. Ja klar, die kriegen das Bulli hier. Warum ich vorher nicht, hä? Warum ich vorher nicht? Ja, ist klar. Ich schwör's dir, fick dich, Mann. Boah, wie das einfach ein Offside gewesen wäre. So, ich bin wieder vollzählig. Hier. Ich schwör's euch, ich mache jetzt das Tor. Ich mache ein Tor. Na, oder auch nicht. So nicht. Das sehe ich schon kommen sonst. Komm schon! Nein! Wie er einfach den Nachschuss verpasst hat. Schneider! Schneider! Komm schon! Wo ist der Pack? Ich hab ihn. Nein! Was soll das, Mann? Eine Minute noch zu spielen im zweiten Drittel. Nein, Lüdi. Nein, Lüdi. Lüdi. Warum Lüdi, Mann? Nein, Lüdi. Nein. Ha, vergiss es, ey. Nein. Ui. Boah, ich schwör's, ich check gerade gleich den Torhüter. Boah. Immer noch 0-0 im zweiten Drittel. Ich schwör's dir, Mann. Meine Fresse. Boah, wie ich einfach die Chancen gehabt habe. Einfach zweimal einfach ans Alu geknallt, diesen Pack da, Mann. Boah, ich schwör's dich. Wenn ich den jetzt gehabt hätte, ich wäre alleine auf dem Torhüter und hätte sicher verkackt. 100%. Was machst du?
Dafür, ich hätte mich so gerade in den Schuss gelegt. Richtig, aber. Nein. Wenn sie jetzt ein Tor machen, das haben sie nicht verdient, ey. Wenn, dann ich. Boah, ich schwör's dir. Nein! Ah, Mann! Fick dich doch! Bah! Ja, du kannst deine Mutter am Arsch lecken! Oh, scheiße, Mann. Nicht schon wieder. Boah, schwör's dir. Lutsch mir am Schwanz, du Wichser! Ja, klar! Ich schwör's dir, Mann. Was machst du? Pass auf, Seidmann, du kannst mich mal, der das die ganze Zeit ruft, ey. Stoffelmann, check den ins Krankenhaus weg, ey. Ich schwör. Was machst du, Mann? So. Darf ich jetzt bitte auch noch ein Tor schießen oder nicht? Nilsson dribbelt und dribbelt. Und Schuss und kein Tor. Es war so klar, dass ich deine Mutter bumse. Oh, ist klar, jetzt gibt's noch einen Bulli. Am besten wäre es noch vor meinem Tor gewesen. Ja, ist gut. Ah, oh, ist klar, ich habe das Bulli verloren. Komm schon, Mann. Hol dir den Pack. Bam! Garci, den holst du dir nicht. Bam. Ja, ganz geil. Warum bleibt. Boah, ist mir scheißegal, ob diese Lusche hier sich jetzt schon scheiß Knie verletzt hat. Es ist mir so scheißegal. Wir müssen das Spiel unterbrechen. Weil eine Pussy am Boden rumliegt. Boah, ist so klar. Ich krieg das Tor nicht, oder was? Boah, leck mich. Nein. Das gibt kein Tor. So, Vic. Du Traxler. Traxler. Ins Nichts. Oh, Traxler, Mann. Du bist so dumm. Jetzt fang doch zumindest den Pass ab. Aber nein. Oh, geil. Blindenbacher. Komm, hol ihn. Nein. Lol. Ganz geil. Was ist jetzt los? Halt, stopp. Halt, stopp. Ich habe Black Screen. Nein, was ist jetzt? Was ist jetzt los? Hat mein Monitor ausgeschaltet? LOL! Was läuft? LOL! Hoffentlich ist es Pause, Mann. Was läuft gerade? LOL! Oh, scheiße, Mann. Was ist jetzt los? Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Mein Monitor hat den Geist aufgegeben. Okay, auch geil. Okay. Darf ich wieder spielen? Okay, gut. Sorry, Leute, da ging mal gerade mein Monitor aus. Ey, nein! Boah, das wäre jetzt unfair gewesen, ey. Kann's auch gehen. Oh, hol dir doch den Pack zumindest. So, Blindwache. Oh, ich dachte schon, ey. So. Shannon. Ryan Shannon. Oh. Bertschi. Bastel, Bastel, Bastel hat den Pack immer noch. Bastel, nein, das war kein Tor bei Corsi. Oh, hol dir doch den Pack. Nein. Check ihn doch einfach über die Bande, Mann. Ohne Spaß. So. Scheppi zu Shannon. Ja, und da steht mein eigener Spieler im Weg. Oh. Das kann nicht wahr sein, ey. Bam! Der Boots! So, Nilsson. Schwör's jetzt. Schieß einfach ein Tor, Mann. Schieß doch einfach das Scheiß-Tor. Mann, er hatte sogar noch einen Abpraller gehabt. Nein, Mann. Nein, es gibt kein 2:0, weil ihr es einfach nicht verdient habt. Ganz geil, noch eine Minute. Noch eine Minute. Ich verliere das Spiel noch, ich weiß es jetzt schon. Oh,
Ah, nee, nicht jetzt, das wäre jetzt unklug gewesen. Nicht jetzt. Komm schon, ich muss jetzt ein Tor schießen. So wie das letzte Mal. So, jetzt kann ich es machen. Heimtorhüter vom Eis. Ja, wie das letzte Mal. Ich habe eure Mütter gefickt. Sorry wegen dem Übersteuern, Leute. Ja, Mann. Es ist 1 zu 1 von Marc Bastelmann. Durch die Vorlage von Shannon und Flüeler. Scheiß die Wandern. Mein Torwart hat sich gerade einen Scorer-Point geholt. Ah, gerade als der neue Spieler aufs Eis kam, schieße ich das 1 zu 1 ins obere linke Eck. Mann, gefickt habe ich euch endlich, ey. Torwart ist wieder auf Mais, oder? Ja, danke. Boah, Mann, und jetzt muss ich kommen. 30 Sekunden habe ich noch Zeit für das 2 zu 1. Aber nur kein Tor kassieren. Nein. Kein Tor kassieren. Mann, das kann nicht wahr sein, Mann. Ihr seid so scheiß Missgeburten. Wisst ihr das eigentlich, Mann? Wisst ihr das? Eure Mütter haben euch ausgeschissen, Mann. So wie Kot. Das kann nicht wahr sein, Mann. Es kann nicht wahr sein. Ich spiele auf Zeit. Ich ramm dir meinen Ellbogen ins Gesicht. Was ist denn jetzt wieder? Ist mir scheißegal, ob dieser Wichser auf dem Boden liegt, Mann. Ich habe eins in die Fresse gekriegt. Was machst du, Mann? So. Ab vom Eis hier, komm. Come on, come on. Heimtorhüter vom Eis. Jetzt geht's noch offside. Es gibt Offside. Es gibt Offside. Ich muss jetzt dieses Bully gewinnen, sonst bin ich im Arsch. Sonst können sie noch ein Tor schießen. Jetzt heißt es alles oder nichts, Mann. Ja, okay. Ich verliere das Spiel. Ich verliere das Spiel, ja. Oh, Mann. Ich verliere gegen deinen Tabellenletzten. Meine Fresse. Nein, ich will nichts mehr wissen, Mann. Ich will's nicht wissen, wie es ausgegangen ist. Ich will einfach nur beenden. Boah. Ich schwör's dir, Mann. Boah. Zug, Mann, ich schwör's dir. Ihr seid einfach ein Stück Kot, Mann. Scheiße, die aus meinem Arsch rausquillt, wenn ich auf dem Klo hocke, Mann. Boah. Fick die Henne. Boah. Aber das gehört auch zu Eishockey. Ja. Ich sehe, ich habe ein SMS, aber das ist mir jetzt eigentlich egal im Moment. Ich simuliere schon bis zum Tag. Losam. Nee, warte. Ich bin noch. Okay, nein, stimmt gar nicht. Ja, geil. Freitag und Samstag Spiel. Nein, ich bin jetzt. 3, 4. Okay, ich gehe das Spiel schauen, das in. Jetzt dann in 4 Parts kommt. Das gehe ich heute schauen. Ich weiß, ich bin ein bisschen hinten drin. Hinten drin. Hinten rein. Oh, ich kann nicht mal mehr reden, Mann. Oh, jetzt bin ich auf Platz 3. Obwohl, Genf hat ein Spiel mehr. Okay, und wo ist jetzt? Nein, Zug ist auf Platz 10 jetzt. Kloten ist letzter. What the fuck? Okay. Ja, nein, Leute. Da machst du nix. Da machst du nix. Wie man so schön sagen kann. Oh. Boah. Okay. Huiuiui. Okay, Leute, sorry fürs Rumgerage, aber ja. Dann würde ich mal sagen, das wäre es mit diesem Part hier gewesen. Part 7 war das jetzt, also Spiel 7. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Über eine Bewertung würde ich mich freuen, auch wenn ich jetzt so geraged bin, aber ja. Also im Stadion raste ich auch aus, aber das ist ganz normal, finde ich jetzt. Wenn ihr nicht dieser Meinung seid, dann tut es mir leid, das kann ich auch nicht ändern. Wie auch immer. Ja,
Wie schon gesagt, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es hier wieder heißt Let's Play NHL 14 von mir, FCZ Freak, auf unserem Kanal Mr. Eisewurst. Und bis dahin, Leute, noch einen schönen Tag. Tschüss, haut rein.